So, jetzt haben wir ein bisschen pausiert und jetzt machen wir, oder wir versuchen, AB so weit wie möglich zu clearen. Und das Problem ist eben bei der Welle 4 der Atlantikor, der zieht das Schild hoch und schafft es einfach mir, das ganze Team umzuhauen. Beziehungsweise war es jetzt bei den letzten Versuchen so. Aber wir versuchen mal, das Beste zu erreichen. So. Das Wichtigste ist einfach, da oben den Atlantikor, wenn möglich, umzuhauen, bevor er Schild hochzieht. Ja, irgendein Held ist umgefallen, zwei Helden sind umgefallen. Und ich glaube, das war Valle und Pumpkin, beziehungsweise der Vlad steht ja auch nicht mehr. Theoretisch war es das dann schon wieder, wenn da keiner rumsteht. Boom. Furchtbares Team. Wenn der mir da hinten die Mauer kaputt hat. So, zu dritt sind sie noch. Healer steht noch. Ja, so weit war ich schon. Allerdings mit 6 Helden, nicht mit 3. Das wird höchstwahrscheinlich ein Griff ins Klo. Also das ist eigentlich schon ein Griff ins Klo. So. Und umhauen. So. Wir versuchen es erneut. Die Frage ist, ob mir ja, die Heldenaufstellung passt. Es ist ja prinzipiell finde ich es jetzt nicht so blöd. Das Problem ist eben jetzt da, der Cupid hat geprockt. So. 3, 4. Irgendjemanden hat mir umgehauen, da Schnitt da mit dem Prock. Ich glaube, die Walle ist weg. Da war einfach der Prock zu viel. Es muss machbar sein mit dem Team, das einfach zu clearen, aber ja, die Walle ist schon weg. So. Ja, das nehme ich noch mit, die XP. Und dann gehen wir raus. So, nochmal. Wir schauen, was die Walle macht. Ich will nicht, dass es so schnell drauf geht. So, der Proc war jetzt besser. Cupid ist oben. So, und jetzt. Na, schau. Bringt mir den Blatt um. Ich halte es nicht aus.
mir sicher wieder nur bis 3. Schwer zu sagen. Ob das noch so mit dem Team funktionieren wird. So. Hat geprockt, hat mir Walle umgehauen. Ich hasse das. So. Ein Haufen Mana. Unnötig. So. Zwar steht quasi die Mauern, ja, das will ich mir gar nicht mehr anschauen. Nochmal. So. Sie kommen von der Seite. Finde ich gut. So, alle sind aufgeladen. Ist auch gut, weil sie jetzt einfach wegbrocken. So. Cupid darf halt nicht zum Brocken kommen. Das ist halt ist eigentlich das Wichtigste gewesen. Okay. Geht sich vielleicht aus. Okay, der Heal ist da. Alle kriegen Maximum. Ich habe drei, vier mit voll Energieleiste. So, die schlagen sich alles weg. So. Jetzt schaut gut aus. Alle leben, oder? 3, 6, alle leben. Alle spawnen vom gleichen Punkt. Auch das ist gut. So, schauen wir mal, was passiert. So, hoch, 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 alles weg. Okay, einer ist tot, also da Arktika ist tot. Ist jetzt halb so dramatisch, hoffe ich mal. So. Und jetzt wäre es interessant, ja, einfach mal hochstacken. Okay. Zu fünft. So, alle kommen unten. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil sie alle da sind. So, komm. Hat das Schild hochgezogen. So, komm. Passiert da vielleicht noch irgendwas? Zeit genug wäre es ja. Uhu.
Das wäre jetzt natürlich ganz nice, wenn Anubis den da jetzt quasi solo legt. Anubis legt quasi die AB-Welle 5 im Alleingang. Nice. Finde ich nett. Den kriegt er nicht down, gell? Komm. 1 Minute 20 haben wir noch. Ist das geil? Anubis legt im Alleingang den Boss. Geil.